Wir sind mal zurück im Grab des Migtrull und wir haben jetzt auch neue Fähigkeiten zur Verfügung stehen und darunter nämlich ein Lichtschwertwurf. Etwas, was ich mir schon seit Anfang des Spiels gewünscht habe. Und es gibt noch den Wirbelwindwurf. Das macht er dann mit dem Doppelschwert und das ist aber das erste, was ich mir holen werde. Zwei Fertigkeitspunkte brauche ich dafür. Und dann skillen wir das. Und dann später vielleicht noch den Lichtschwertwurf, damit wir dann nochmal so ein Mitteldistanz- oder Distanzangriff haben. Weil es gab jetzt schon etliche Situationen, in denen ich mir das einfach gewünscht hätte, in denen das einfach viel sinnvoller gewesen wäre. Ich habe jetzt zwar den Magnet, die weitere Macht, an die er sich erinnert. Aber ich habe nicht immer unbedingt die Möglichkeit, den Magneten Kampf zu nutzen, beziehungsweise wenn ich gegen Gruppen von Gegnern kämpfe, super, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich einen Gegner dann irgendwie ranziehen kann. Na super, Grabwächter. Ah, dieser verdammte AOE. Den Magnet verwenden sollen, ja. Einmal. Und er macht schön verzögert. Mann, Mann, Mann. Leute, wieder in Bestform. Ernsthaft? Okay. Ah, ich dachte, es reicht noch. Das ist natürlich beste Ausgangsbedingung. Und dann Nachschub. Super. Na, mal weg. Auch gut. Völlig unbeabsichtigt. Ich treffe ihn nicht. Ich werde nicht verlieren. Du bist. Ich glaube, aber nochmal ein Droide. Ist noch. Oh, nicht mehr weit. Wir sollen den Turm vom Migtrull anheben. Brauchen wir noch ein Seil. Und unten könnten wir aber schon was machen. Ich versuche jetzt erst noch mal kurz hochzugehen, das geht nicht. Ah, das ist das glitschige Ding. Oh. 5 Millimeter haben gefehlt. Mindestens. Was? Warum? Wo verflieht er? Ja, natürlich.
Ah, die sollen sich das mal geben. Kennen wir doch. Da sind wir auch schon dran gescheitert. Wir lassen ihn jetzt erstmal platt machen. Im frönenden Echo. Echoflix. Ein Opfer für den hier begrabenen Weißen. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Echt gut, wenn er jetzt abgelenkt ist. Oh, ich befürchte, ich muss das Ding besiegen. Ist in der Nähe irgendwo Meditation? Jein. Nein, oder? Es gibt kein... das ist ja mies. Okay, dann muss ich aber erstmal gucken. Ich meine, es ist ziemlich nah. Ich weiß noch nicht, ob ich easy hinkomme. Los, Attacke! Passt das Ding da durch? Nee. Hab dich! Zeit, die Sache zu beenden! Und du hältst dich für einen Jedi? Ich habe ein Timing, ey. Das ist immer feierlich heute. Fühlst du dich schwach? Der Jedi ist schnell! Nee, ich... Die lassen wir erstmal aus. Irgendwo ist er damit. Ah, hier. Perfekt. So, dann kümmern wir uns gleich mal um das dicke Ding. Oh, das ist sicher uns. Vermutlich eher das. Ist auch hier das einzige wirkliche Manko im Kampf, finde ich, dass er nicht canceln kann. Du kannst ruhig blocken, ich brauche nur ein paar Potter. Ja, das wäre super, super wichtig eigentlich, finde ich, dass wir den Kampf eben auch mal wieder dynamischer machen. Ich sag's gerne oft, aber es ist halt einfach so, finde ich. Also canceln muss einfach sein. In einem kampflastigen Spiel muss eigentlich meiner Meinung nach... In your face. Ja, hopp, finish. Nicht als heiße Luft. Ich finde schon eine Lücke. Das ist mein Lieblingsabschluss, wenn er so einen schönen Kick ausführt und dann ist das mal Ende Gelände. Ist er doch wieder hoch? Muss ich anheben. Normalerweise kam ich ja, glaube ich, ursprünglich von oben. Hier konnte ich da nicht lang eigentlich. Ne, andere Richtung. Ursprünglich kam ich von da oben. Und hier konnte ich, glaube ich, vorher nicht durch. Das hat sich geändert. Schließt das die Tür oder was tut das? Ah, Gravitation. Gebt euch mal mit dem Grabwächter, genau. Macht ihr mal. Er hat eine gute Abwehr. Das ist aber der Grabwächter. Ich versuche mich jetzt mal besser auf ihn einzustellen, wenn er seine Plasma-Scheiße macht. Das war das eine Ding, da sind wir dann da entlang, aber was wir nicht konnten, war genau das. Das.
So, dann müssen wir noch mehr machen. Ist da hinten noch was? Ja, das verbesserte Ansturm ist halt auch jetzt Gold wert. Ich denke mal, wir müssen da hinten rechts die Dinger verbrennen, aber hier haben wir jetzt auch noch. Das habe ich entweder übersehen oder das respawnt irgendwie. Was halt seltsam ist, man kann die Dinger hier verbrennen. Nur ein Laserschwert nicht. Na gut, das ist vielleicht besonderes Feuer, was da drin ist. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Ratskis. Ja, ja, ja. Wie Auswirk schon sagte, die Regel der zwei bei den Ratten. Oh, sind sogar drei jetzt. Aber mindestens zwei. Das besagt ja die These. Was ist da? Wir machen dir den Weg frei. Oh, nicht rechtzeitig. Ja. So, was haben wir jetzt hier eigentlich freigeschaltet? Da geht was und da draußen war ja auch noch was. Das hier können wir wahrscheinlich auch wegburnen. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich gerade wie Harry Potter. Harry? Nein! Muss ja schneller sein, oder ist da vielleicht sogar so ein Kerzchen in der Nähe? Ja, ich schätze, ich muss schneller sein. Kann halt nicht rennen. Wenn ich die Kerzen da im Start habe. Oh, das. Ich hätte eigentlich gehofft, dass, dass das eine höhere Reichweite hat. Noch ein Versuch. Ah, das Wasser. Das ist natürlich super. Stoppichle Wasser. Na, das werden wir noch herausfinden. Na, hier auch. Selbe Spiel. Das haben wir schon geöffnet. Wir müssen eigentlich irgendwie das Ding da oben schließen. Ich bin nicht sicher, ob einer der Mechanismen da unten schon dafür gesorgt hat, dass es hier irgendwie regnet. Und ob ich hier nicht an diesem Ast zumindest hoch kann. Ast ist gut. Wurzel. Ah, schon mal da. So, was bringt uns das?
Also wir können hier hoch, ja, das ist schön. Das kriegen wir hier nicht einfach so nicht weg. Ah, vielleicht. Kann man den hier machen? Ich dachte, man kann vielleicht. Okay, das klappt so nicht, aber ich glaube, so irgendwie ist das Prinzip. Im Prinzip. Nee, noch nichts sagen. Stimmt, das habe ich völlig vergessen, dass BD1 einem ja Hinweise geben kann, wenn man möchte. Da von hier aus. Ja. Okay. Jetzt haben wir aber erstmal keinen Apfelbaum gewonnen. So, das ist auf. Müssen wir hier so ein bisschen so basketballmäßig Kerze darüber schießen. Ich bezweifle, dass es geht. Schön ist, dass es schon mal nicht kaputt geht. Nee, nee, nee. Lass doch mal. Das lässt er sich los. So. Nee. Das ist eigentlich schon zu abgefahren, aber. Ich weiß aber auch nicht, wie man da präzise zielen soll. Meinst du, was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist einfach vielleicht damit durchzulaufen. Also hier haben wir oben und unten ja diese Metallkappen. Eigentlich, wenn ich dann einfach durchlaufe, dürften die ja nicht erlöschen. Occams Rasiermesser. Die einfachste Erklärung ist meist die richtige. Jetzt müssen wir gucken, dass es irgendwie von der Position auch so ist, dass die nach oben und unten zeigen. So dürfte es nicht klappen. Weil ursprünglich fiel mir nicht auf, dass da das Wasser runterrieselt und deswegen diese Kerzen ausgehen. Und ich dachte irgendwie, dass sie dann einfach irgendwie despawnen. Oh, aber trotzdem reicht's nicht. Wieso nicht? Wir sind oben geschützt und unten. Das ist seltsam. Was tun? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass tatsächlich. Ne. Es muss ja einen Grund haben, warum wir da hochklettern können. Und vielleicht ist da oben irgendwie irgendwas, mit dem wir dann doch noch irgendwie interagieren können. Im besten Fall eine Laterne. Nichts. Das ist etwas seltsames Rätsel. Was sagt denn? Fragen wir mal BD1. Ranken? Nur sie halten diese Kette zusammen. Wie verhindern wir das Erlöschen der Kerzen? Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Wir können ihre Metallgehäuse benutzen? Ja, das hat aber nicht funktioniert. Das ist schräg jetzt. Das ist ein komisches Rätsel.
können ihre Metallgehäuse nutzen, ja. Das haben wir ja schon versucht. Das funktioniert nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir damit jetzt weiter umgehen sollen. Okay, also ich sehe jetzt hier erstmal keine Möglichkeit. Ist vielleicht auch ein Teil eines Geheimnisses, das es zu lösen gilt. Von daher gucken wir uns erstmal hier oben. Vielleicht können wir ja auch in irgendeiner Art und Weise den Regen stoppen. Bisher bin ich hier jetzt nicht nochmal hoch, weil ich damals eben hier an der Stelle war und dann konnte ich ja nicht anders. Und ich schalte mal jetzt ganz kurz aus, um zu sehen, ob vielleicht dadurch auch der Regen... Aber es ist ja kein Regen, es ist einfach das Wasser, das dann da oben die ganze Zeit runterprasselt. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was da vielleicht geht. Genau, das Ding, das Problem hatten wir auch das letzte Mal. Die Lösung war, einmal ausschalten. Den sich noch mehr ranken. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Was ist das für ein Getöse? Ich muss den Sprunghieb aktivieren. Dann machen wir das. Da ist der Wächter. Da ist ein weiterer Rang. Irgendwas zum Anzünden. Ah, und das ist eine weitere Ranke. Ah, schau mal einen an. So ein Seil, das hatte ich schon gesehen, aber da waren wir noch zu weit weg. So, da muss doch irgendwo irgendwas sein, womit ich diese Ranke verwenden kann. Ja, vielleicht wird das Wasser irgendwie stoppen. Gucken wir mal sicherheitshalber noch hier unten. Ne. Jo, der stockt das Ganze hier ein bisschen, aber das sieht doch schon mal jetzt ganz gut aus. Dann schätze ich mal, dass das andere vielleicht aber tatsächlich irgendwie so eine Art Geheimnis ist. Ah, das scheint auch nur ein Echo zu sein. Das sind Überreste eines Sepho. Ein Arbeiter, zu Tode erschöpft. Nein. Ja, diese Ranken hier müsste ich auch irgendwie hier sein. Da müssen wir mal gucken. So. Ich dachte eigentlich, da wären Ranken, die ich hochklettern kann. Die nicht. Wo ist das? Ein Stück weiter vorne. Die hier. Nee. Wo ist das? Das ist auf der anderen Seite der Ebene. Ich klettere jetzt trotzdem nochmal hoch. Labern wir auf jeden Fall schon mal. Ah, hier noch ein Seil. Ja, macht das Sinn, da runterzugehen? Eigentlich nicht. Das hier macht Sinn.
Irgendwo war noch was zu verbrennen. Genau, da hinten. Also mir nichts, dir nichts, komme ich da nicht dran vorbei. Wenn ich es runterwerfe, geht's kaputt. Ich müsste nur diese Ranken da irgendwie lösen. Ich meine, ich kann es probieren, aber es, ja. Da geht nichts. So. Ich schwing mich trotzdem einmal mal zu sehen, kann ich hier irgendwas machen, was irgendwie hilfreich ist. Vielleicht darüber schwingen. Puh, nee. Nee. Das sieht auch nicht gut aus. Okay. Ja, da werden wir uns das Rätsel des Lösungs in der nächsten Folge dann weiter annähern. Irgendwie kriegen wir das auch noch hin. Da habe ich keine Zweifel dran. Ist es halt ein bisschen entweder unlogisch oder ich bin blind und habe Tomaten auf den Augen. Oder ich bin doof. Oder alles drei. Aber das ist überhaupt kein Problem. Dann geht es weiter in Jedi Fallen Order. Bis zum nächsten Mal.